Ja, hallo Leute, heute stellen wir den Shisha King Vortex Bowl vor. Hier, OOC kann mal kurz im Bild halten. Genau, eben auf eine Aufnahme stellen. So, habe ich gemacht. Die ist 14 cm hoch. Da, ich hoffe, ihr könnt sehen, da. Dann hier, man sieht Vortex Bowl eben halt hier, so wie ein Einlochkopf, nur Löcher reingebohrt. Ich würde sagen, auch sehr gut verarbeitet. Kostet 9,99 Euro, ne? Und wir wollen testen, ob das stimmt, was Atomhamster gesagt hat, dass man nach dem Rauchen hier unten anpacken kann, ohne sich die Finger zu verbrennen. Ja, dann haben wir hier noch den Shisha King XL Fusion 2.0, der neue. Genau. Haben wir in blau. Hier kannst du mal zeigen. Ja, also erstmal, der ist schön biegsam, ganz im Gegensatz zu dem Namo Host, den Unlockbar da hinten liegen hat. Dann, ja, ich stelle eben wieder auf eine Aufnahme. Ja, der hat hier, hat glaube ich 1,2 cm ist der Durchmesser des Mundstücks und 7 mm der vom, Endstück. Aber trotzdem, von dem paar Mal, wie wir geraucht haben, hat er einen sehr guten Durchzug. Der kostet? Ja. Der kostet 23,99 Euro bei Shisha. Ja, also, haben wir da bestellt. Genau. No. So, dann würde ich sagen, wir bauen uns jetzt einen Kopf und dann sagen wir, wie der Kopf so ist und wie der Schlauch vom Durchzug her ist. Also, wir melden uns jetzt hier zurück. OOC tut gerade hier die Kohlen auf dem Kopf. Hier haben wir aber noch eine Packung Bambucha, 1 Kilo, noch nicht geöffnet, komplett nagelneu. Die haben wir zum Verschenken. Also, man muss nur den Versand denn bezahlen. Ja, wir würden die dann schicken. Ganz umsonst, nur Versand halt. Ja. Ja. Wir haben hier eine Rundlochung gemacht und rauchen mit 4 Kokobrikos. Genau. Ja. Dann rauchen wir jetzt gleich mal an und sagen dann mehr über den Kopf und den Schlauch. Ja, wir rauchen den Fantasia Margarita in unser Vortex Bowl. So, ja, vom Rauchverhalten ist die sehr gut. Vortex Bowl. Alufolie kann nicht angezogen werden, das ist eindeutig ein Vorteil zum Einlochkopf, da kann das ja passieren. Es sei denn, bei Atomhubs hat ja jetzt so einen neuen Kopf entwickelt, den haben wir noch nicht getestet, da kann das ja nicht passieren. Dann, ja. Die Molasse kann nicht da durch die Rauchsäule unten in die Bowl laufen. Durch die lässt sich sehr gut ziehen, auch am Namo Host, oder? Ja, auch ja, kein Problem. Auch super Durchzug hat die Vortex Bowl, also. Ja. Trotz den kleinen Löchern, die da beim Vortex drin sind, immer noch ein super Durchzug. So, ja, wir ziehen jetzt ein paar Mal am Schlauch, um dann genau das wirklich zum Durchzug sagen zu können. Hier vergleichbar mit dem Host. Ja, also der Horst hat ja schon auch von sich aus keinen schlechten Durchzug, aber der XL Fusion von Shisha King, der hat eindeutig einen super Durchzug. Ja, ist wirklich krass, ich ziehe 4-5 Sekunden und ja, da ist meine Lunge schon voll. Ich mach mal kurz nochmal. Wie ihr seht, obwohl wir draußen sind und der Wind den Rauch schon ziemlich schnell wegpustet, der ist super dicht. Na, hier der Kopf, hier unten ist er komplett kalt. Genau. Hier, ja, hier ist schon warm, aber wie ihr seht, der Kopf wird von innen schön heiß, dass der Tabak auch schön verdampfen kann. So, wir melden uns dann nochmal am Ende, da wo der Kopf die längste Zeit von der Hitze der Kohlen eben halt warm werden konnte, um zu testen, ob er dann am Ende des Rauchens zum Schluss auch unten nicht heiß ist. So. Ja, und bei der Bambucha-Packung nochmal hier. Wer die haben will, nur Versand bezahlen und bei Unlockbar melden. Ziemlich am Ende ist der Kopf jetzt langsam, der Tabak. Und jetzt wollten wir euch ja das wegen der Hitze zeigen, ob Atomhamster die Wahrheit erzählt hat oder nicht. Also, so würde ich den Kopf ja normalerweise abheben und das ist lauwarm. Den könnte ich jetzt noch 100 Stunden so festhalten, da wäre nichts. Das geht sogar so ohne Probleme, ohne dass es heiß wird. Also, das ist ein 1A-Kopf, da kann man wirklich nichts sagen. Und jetzt
9 Euro für so einen guten Kopf, die gebe ich ohne Probleme aus, wenn ich so einen Kopf kriege für 9 Euro. Ja, und der Fusion hier, der hat ja auch super Durchzug. Im Gegensatz zum Namen Hose ist der Fusion sogar noch besser vom Durchzug her. Da würde ich auch empfehlen, eher den Fusion zu kaufen. Der Name Hose kostet so um die 18 Euro. Ja, und Fusion kostet 13,99 Euro. Ja, ich würde den kleinen Aufpreis nehmen, der lohnt sich wirklich, hat einen super Durchzug. Mhm. Ja, dann war es das auch schon wieder von uns. Viel Spaß beim weiteren Gucken unserer Videos.